Nachgefragt. Zum Thema Grippe. Bei Professor Dr. Martin Exner, Direktor des Instituts für Hygiene und öffentliche Gesundheit, Universität Bonn. Welche einfachen Maßnahmen helfen gegen eine Grippeinfektion? Einfache Maßnahmen sind ausreichender Schlaf, gutes, gesundes Essen, das heißt Obst, Gemüse, jahreszeitlich auch entsprechend. Das sind Verhaltensmaßnahmen, die eintrainiert werden müssen, schon von Kindesbeinen an. Das heißt, wie niese ich zum Beispiel oder wie huste ich richtig, nämlich nicht einfach in den Raum hinein oder in die Hände, sondern indem ich in die Ellenbogen beuge, huste oder auch niese, damit ich andere Menschen halt nicht mit meinen Tröpfchen, die gegebenenfalls infektiös sein können, auch anstecken kann. Wie funktioniert richtige Händehygiene? Händehygiene ist auch eine der Basismaßnahmen, unter anderem, um sich halt auch vor einer Grippe schützen zu können. Eine richtige Händehygiene beinhaltet, dass ich alle Teile der Hand tatsächlich auch erreiche, indem ich die Seife, das Wasser verreibe, auf alle Teile gebe und dann auch die Zwischenräume der Finger entsprechend reinige und dann auch nochmal den Daumen, mit dem man ja alles begreift, dass ich den auch entsprechend erreicht habe und dann die Hände und die Seife von den Händen mit ausreichend Wasser abfließen lasse. Was sind die gängigsten Übertragungswege? Die gängigsten Übertragungswege sind eindeutig die Tröpfcheninfektion, wenn ich von jemandem angehustet oder angenossen werde und stehe im Strom, das kann kritisch sein. Die andere Möglichkeit ist auch, wenn ich von verunreinigten Flächen mit den Händen Viren aufnehme und sie dann zum Beispiel ins Auge oder in den Mund hineinreibe. Deswegen sollte man sich vorsehen und sich selbst beobachten, insbesondere in Epidemiezeiten, nicht Mund- und Augenschleimhaut zu häufig zu berühren. Macht eine Grippeimpfung Sinn? Eine Grippeimpfung macht in jedem Fall Sinn, selbst wenn wir von Schutzraten von bis zu 60% ausgehen. Nichtsdestotrotz, sie ist eine der besten Maßnahmen gegen eine Grippe und sollte insbesondere von den Personen durchgeführt werden, die besonders anfällig sind. Welche Gruppen sollten sich in jedem Fall impfen lassen? Die Gruppen, die auf jeden Fall geimpft werden sollten, sind Personen über 60, sind schwangere Personen, sind Personen mit chronischen Erkrankungen, insbesondere auch chronischen Atemwegserkrankungen und auf der anderen Seite medizinisches Personal oder Personal, das halt auch mit vielen Pflegebedürftigen zu tun hat und auch in der Pflege einbezogen ist, um diese besonders Anfälligen vor einer Infektion zu schützen, indem man selber schon geimpft ist. Lohnt es, sich noch später impfen zu lassen? In jedem Fall. Sie können sich auch noch im Januar impfen lassen, unter anderem dann auch vor der Karnevalszeit, wo ja halt häufig eine Übertragung auch stattfinden kann. Also man kann sich in idealer Weise natürlich im Oktober, November impfen lassen, aber man kann sich auch zu späteren Zeitpunkten noch impfen lassen.